Freunde, was geht ab? Pünktlich zu Halloween haben wir uns gedacht, wir schnitzen ein paar Kürbisse. Hose match perfekt. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht schneide. Ja, wir fangen einfach an. Wir machen so eine chillige Runde. Jeder macht so sein Meisterwerk und dann sehen wir einfach, was besser aussieht am Ende. Falls es hier so ein bisschen Traktoren oder so Geräusche kommen, wir sind hier auf dem Land, das ist klar, dann hört man das. Wir sitzen draußen. Und wir fangen jetzt ganz gechillt an. Ich habe so ein kleines Messer, ich weiß nicht, ob das geht. Easy peasy, geil. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit eingeschnitten habe, zu hoch. Ich glaube nicht. Ich habe das letzte Mal gemacht, da war ich bestimmt zu 10 oder so. Also, letztes Jahr. Hey, die sind übel weich. Hey, mein Gott. Meine Mutter hat uns den Kürbis oder die Kürbisse besorgt. Die hat die von irgendeinem Bauernhof geholt hier in der Nähe. Deswegen, die sind Nature, die sind nicht gekauft. Da haben wir auch die Landwirtschaft ein bisschen unterstützt. Also echt vorbildlich, was wir da wieder angestellt haben. Ich brauche ein längeres Messer, aber ich komme nicht ganz durch. Ah doch, ich hab's. Den Deckel habe ich schon mal. Geht's? Soll ich's machen? Das schneide ich nicht. Geht der Deckel so? Warte, ich helfe dir. Warte. Hey, hey, gerade. Ja. Hier geht's hoch. Ja. Schön. So, okay. Also ich glaube, man muss das Ding jetzt auslöffeln. Wir haben uns hier auch schon mal so eine Mülltüte vorbereitet, wo wir das ganze Zeug reintun können. Essen kann man das ja leider nicht. Aber Kürbissuppe wäre auch geil. Das stinkt so eklig, gell? Das ist der Kürbis, wo es so stinkt. Doch. Oder ich. Ich bin's. Spaß. Das war kein Spaß. Doch. Wir können aber auch so ein bisschen Real Talk machen, Freunde, wenn ihr mich noch seht. Nee, danke. Und zwar, was ich sagen wollte ist, ich habe letztens so eine Abstimmung gemacht auf Insta, woher ihr mich kennt. Okay, ich find's ein bisschen schwierig so zu reden. So eine Abstimmung gemacht, woher ihr mich... Hast du jetzt abgeschnitten? Ja. Okay. So ist es. Besser ist, wenn du dich selber abschneidest. Woher ihr mich kennt, so habe ich die Abstimmung gemacht auf Insta. Und dann kam halt so, ich glaube, 80% von 200 Leuten, die mitgemacht haben, waren glaube 80%, wo gesagt haben, yo, ich kenne dich von YouTube. Und dann dachte ich mir so, okay, wie kann das aber sein, dass ihr mir dann nicht folgt? Oder so viele Leute folgen mir nicht auf Insta irgendwie. Folgen dir keine 200 Leute. Ja, okay, doch schon, aber trotzdem. Ich habe es falsch erklärt, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Ich bin jetzt nicht so gut im Erklären, aber was kennst du? Ihr wisst, was ich meine irgendwie. Also im Verhältnis ist halt übel wenig, deswegen, falls ihr Bock habt, falls ihr mein Insta noch nicht kennt, dann folgt mir da gerne. Ich blende es euch einfach mal ein. Oder folgt einfach mir. Ja, das findet ihr dann in der Infobox einmal verlinkt. Also wer sich die Mühe macht und in die Infobox schaut, der kann dann meiner Freundin einmal folgen. Mein Content ist besser als dein. Ja, da kommt auf jeden Fall einiges, also bei beiden Kanälen, da kommt immer, ja, der High-Quality-Stuff, wirklich Fashion auf höchstem Niveau, was da einmal kommt und... Halt dein. Immer von unseren ganzen Reisen und sowas, was wir machen, also checkt's auf jeden Fall ab. Ich habe mir auch überlegt, ob ich jetzt zum Dezember hin, beziehungsweise im November auch irgendwie Gewinnspiele oder sowas mache. Falls ihr darauf Bock habt, dann schreibt es mir auch mal in die Kommentare auf jeden Fall. Dann kann man das auch machen. Hey, diese Kerne sind so flutschig, das gibt's gar nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie viel man da raushöhlen muss. Aber ich glaube nur das ganze Fleisch, also der Rand, der kann bleiben. Echt? Glaube ich. Wir haben die Inspiration durch meine Schwester bekommen, die hat das auch letztens schon mal gemacht. Hat sich da zwei Kürbisse geschnappt mit ihrem Freund und dann haben die das auch einmal so, ja,
geschnitzt. Deswegen haben wir dann auch richtig Bock darauf bekommen, das zu machen. Und dann haben wir gedacht, wir machen das auch einfach. Nehmen wir die eigentlich mit zu uns? Weiß ich jetzt nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob die eine Fahrt im Smart bis nach Stuttgart überleben. Doch, ich würde die mit zu uns nehmen. Ja, wir können es auch mitnehmen. Ist ja kein Problem. Ist ja eh nicht da. Wenn ihr das Video jetzt seht, Freunde, dann sind wir auch gerade im Urlaub mehr oder weniger. Wir fahren nach München an so einen See. Nächstes Mal Starnberger See, glaube ich. Da chillen wir dann über Halloween jetzt, über die Feiertage. Und ja, da werde ich auch ein bisschen was vloggen wahrscheinlich. Dann kommt es auch noch online, weil ihr ja euch auf Insta mehr Vlogs gewünscht habt. Und mehr so, ja, das, was ich ja zu früher gemacht habe. Deswegen habe ich dann mir überlegt, dann vlogge ich da ein bisschen und dann kommt es auch noch online, die Tage. Und ich bin eigentlich jetzt schon mit meinem durch. Mit meinem Kürbis. Du? Noch lang nicht. Hey, schau nicht bei mir ab. Jeder hat seine eigene Taktik. Warte, das riecht so wie Kürbis einfach. Das riecht... Das ist auch Kürbis. Ja. Aber ich meinte, das ist so dieser klassische Geruch, den ich so kenne aus der Kindheit noch. Da habe ich das übel oft gemacht mit meiner Mutter, gell? Wir haben so oft Kürbisse ausgehöhlt. Und das habe ich schon ewig nicht gemacht. Deswegen meine ich, das ist so dieser typische wirklich Kürbisgeruch, den ich kenne. Als little boy. Was macht denn? Ja, ich war noch kleiner als jetzt mal früher. Und falls sich jetzt einer fragt, Freunde, was hat er eigentlich für eine heftige Hose an, dann checkt die Infobox ab. Ich werde euch die Hose da verlinken. Adidas, beste. Mir fehlt dazu noch die Jacke, aber ich hätte gerne die Jacke dazu gehabt. Das ist so ein Tracksuit einfach, heftig. Ja, und so sieht jetzt mein Kürbis aus. Sieht gut aus. Deckel muss ich noch einmal bearbeiten, dass der gut aussieht, weil der passt zwar so drauf, aber der hat hier keinen Stiel. Deswegen aber passt gut drauf. Den mache ich jetzt noch einmal von innen. So. Jetzt habe ich mein Ding auch gemacht, mein Deckel. Wie sieht das jetzt aus? Ja, fresh, passt. Sieht cool aus. Und jetzt. Jawohl, schön Kleidpool. Okay, hallo. Ich brauche das nachher. Oh, RIP. Ich weiß, wir gehen nachher noch zu meiner Oma essen. Die hat heute Geburtstag, schreibt mal rein. Happy Birthday Oma, also meine Oma von der deutschen Seite, die kennt ihr auch von ein paar Videos. Schreibt rein, Happy Birthday Omi. Jetzt kann ich ihr das mal zeigen. Ah, jetzt einfach auf spontan. So sieht er aus. Wird jetzt nicht so gruselig, glaube ich, aber weiß auch nicht. Und das Auge gegen eckiges Auge. Bin gespannt, wie es wird. Und wie läuft's? Gut, geht, schneide ich nicht. Meiner ist eigentlich durch, Freunde. Schaut ihn mal an, wie der aussieht. Ich weiß nicht, ob man es erkennt. Schreibt mir in die Kommentare, ob man erkennt, was es sein soll. Was für ein Charakter. Der sieht natürlich nicht so gruselig aus jetzt, aber ich glaube, wenn es abends leuchtet, dann sieht es, glaube ich, schon ganz gruselig aus. Vielleicht kriegen wir da noch eine Aufnahme hin, wenn es dunkel ist. Und Style ist auf jeden Fall auch am Start, Freunde. Ja, das ist übrigens die Hose. Sieht heftig aus. Ich verlinke es euch, wie gesagt, unten in die Infobox. Und wie sieht deiner aus? Ganz gut eigentlich, aber noch nicht fresh. Und das ist auch Style. Stylista. Beste Bodyleitung gibt's.
Also Freunde, war ja klar, Cam Akku ist leer, deswegen filme ich jetzt mit dem Handy kurz. Aber wir sind auf jeden Fall fertig. Ihr habt jetzt nichts mehr verpasst, großartig. Ich habe jetzt bei mir nur noch hier oben so zwei Löcher reingemacht, damit man das einfach hochheben kann, weil das hat keinen Stiel zum Heben. Und das ist der andere Kandidat. Ich glaube, der sieht schon echt besser aus als meiner. Aber sind beide cool. Trotzdem könnt ihr mal abstimmen in den Kommentaren, welcher besser ist. Entweder meiner oder ihrer. Schreibt's rein und lasst es uns wissen. Auf jeden Fall war es auch schon mit dem Video. Ist echt komisch, mit dem Handy zu filmen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. So ein bisschen Schnitzerei einfach. Happy Halloween einmal für euch. Und genau, folgt mir auf Instagram und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Schreibt noch schnell rein, wer gewonnen hat. Eins oder zwei, meiner oder ihrer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Freunde. Ciao, ciao.